Ach Leute, kennt ihr das Video über den Designer, der mich abgezockt hat? Ja, jetzt scammt er noch meine Zuschauer. 3, 2, 1. Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Felix und heute soll es mal wieder um einen Designer gehen, der mich abgezockt hat. Ich zeige euch heute Screenshots, wie er auch noch meine Zuschauer scammt und Dreist behauptet, er hätte mich nicht gescammt mit seinen eigenen Worten, nur nicht mehr geantwortet. Ich würde auch erstmal sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Ich will meinen Namen bewusst wieder im Video nicht nennen, sonst würde ich nämlich sein Persönlichkeitsrecht verletzen. Und zwar wollen wir direkt anfangen. Markus hat ein Intro bei diesem Designer gekauft, da er durch mich auf ihn gestoßen war. Das Ganze ist schon etwas länger her, ungefähr 5 Monate. Als hat er dann ein Intro bei ihm gekauft für 10 Euro. Er dachte sich auch nichts dabei. Zuerst hat der Designer sein Intro vergessen. Er schrieb, er würde es gleich sofort machen. Tja, den Rest könnt ihr euch denke ich selber denken. Wo ist das Intro heute? Nicht gemacht worden? Ja, nie gemacht worden. Markus fragte nach, wieso er mich gescampt hatte. Designer schrieb nur, ich habe ihn nicht gescampt, sondern nicht mehr geantwortet. Oh mein Gott, Leute, wie kann man so viel Dummheit besitzen? Kein Angriff, aber wie kann man wirklich so viel Dummheit besitzen? Man hat einfach 2 Monate nicht mehr geantwortet und hatte mehr als ein halbes Jahr dafür Zeit gehabt. Und das ist ganz ehrlich, mir fehlen da echt die Worte. Nein, Leute, er schreibt noch, ich wurde frech, seid mal ehrlich. Was würdet ihr machen, wenn ihr ein halbes Jahr auf euer Design wartet? Ich habe die ganze Zeit dich gestresst. Und wenn man am Ende mal etwas sagt, ist es ein Grund, einfach einen zu scammen? Wirklich? Wie ich auch schon im Intro gesagt hatte, hat er noch einen Zuschauer von mir gescammt. Ja, ich denke, ihr habt schon mitbekommen, Markus ist der Zuschauer. Ihr solltet ein Liedervorschlag senden und dann wurde von ihm blockiert. Alles klar, auf jeden Fall. Markus schrieb dazu Folgendes. Tja, das war, denke ich, ziemlich selbsterklärend. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao, Leute.